Man hat gesagt, ein typischer bayerischer Restaurant mit Lokalkolorit. In der Tat, mein Herr, dieses wahrhaftig ein typisch bayerisches Restaurant. Das Essen, der Wein und in erster Linie die Bedienung sind hier traditionelle jenseits von Gut und Böse. Was heißt das Jenseit von guten Böse? Es ist wunderbar. Gut. This is what we're looking for, dear. Dürfen wir Ihnen den Mantel abnehmen? Oh, bitte. Bavaria, wo die Berge aus dem Boden ragen. Wonderful. Beautiful. Ja, wir sind stolz drauf. In puncto Tradition, alle anderen Restaurants in Deutschland in den Schatten zu stellen. Wenn Sie hier bitte Platz nehmen wollen. Und jetzt das Platznehmen der Amerikaner. Sie nehmen Platz in Bavaria. Ja, in Bavaria, wo die Bäume aus Holz sind. Das ist ja fantastisch. Es wird sogar noch besser kommen, Dario. Oh, wonderful. Und jetzt das traditionelle Überreichen der Speisekarte. Ich präsentiere Ihnen jetzt die Speisekarte in Bavaria. Ja, in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen. Guten Appetit! Oh. Ah ja, ich habe Ihnen die Speisekarte in Bavaria gegeben. Ja, in Bavaria und nicht in Venezuela. Wie fühlen Sie sich? Danke, gut. Sie haben sich nicht zu hart geschlagen. Oh, nein, nein, nein. Es ist nur, weil es sehr traditionell ist und ich war überzeugt, dass Sie alles authentisch haben wollen. Oh, ja. Just wait till we tell him back home. Mahlzeit. Mahlzeit. Er hat Sie feucht gemacht in Bavaria. Ja, in Bavaria. Und jetzt haben Sie Schiss. Und jetzt müssen Sie bestellen. Können Sie uns etwas empfehlen? Ah, mit Vergnügen, mein Herr, ja. Als Vorspeise würde ich Suppe à la Clown empfehlen. What is à la Clown? Rein in den Brei. Sehr schön. Und danach empfehle ich für Monsieur Garnelen hinters Hemd in einer Weißweinsauce mit Dill. Mhm. Und für Madame schlage ich dasselbe vor, aber auf den Rock mit etwas Sahne. Sahne? Cream? Ja. Please. Und als Hauptgang schlage ich vor, dass Monsieur aus dem Fenster geworfen wird. Ja, oh. Mit ein paar sortierten Kartoffeln. Wunderbar. And for me? Ah, für Sie, glaube ich, ist es das Beste, wenn Sie auf den Tisch gebunden werden und Ihnen ein Huhn um die Ohren geschlagen wird. Okay. Und damit alles seine Richtigkeit hat, einen Eimer mit eisgekühltem Schweinewasser. Super, alle klar. Guten Appetit. Schnell, die Handtuche. Garnelen. Und das Hemd für Monsieur? Und für Madame mit Asana. Schweinewasser. Eiskalt.
Und jetzt aus dem Fenster hier. Still, still. Und da vorne da. Die Hühn warten. Sie wollten bezahlen, mein Herr?